Coming back to Resident Evil. Hallo, hallo, ich bin wieder zurück. Jo Leute, ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, so neu ist das Let's Play eigentlich auch nicht. Man könnte auch meinen, es wäre ein Replay, aber nein, es ist trotzdem ein Let's Play, weil... Ja, wir spielen nochmal Resident Evil. Aber allerdings diesmal nicht mit Chris Redfield, sondern mit Jill Valentine. Wir spielen das diesmal aus ihrer Sicht. Da wird einiges anders sein, auch der Storyverlauf wird da anders sein, total anders. Ja, letztes Mal haben wir mit Chris gespielt und diesmal spielen wir mit Jill. Ich hoffe, ihr freut euch über dieses Projekt, ich hatte das schon länger vor, nur irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Aber das werde ich jetzt mit euch angehen, ist das nicht geil? Jetzt freut euch gefälligst. Nein, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und ja, ich würde mal sagen, wir fucken nicht lange rum, ich hoffe, alles klappt. Wenn nicht, dann bin ich ein Spast. Nein. Neues Spiel. Resident Evil. Yeah, Resident Evil. Resident Evil ist cool. Und gruselig. Bergsteig. Warte mal. Wandern. Nee, das war leicht, ne? Ja, wir wollten auf. Jetzt geht irgendwie gerade nichts. Wartet. So. Wir wollten natürlich auf normal. Das ist doch normal, ne? Das ist leicht und das ist normal, oder? Ich bin mir immer noch ziemlich unsicher. Warum kann er nicht einfach normal oder leicht stehen? Sind die dumm oder so? Nein, sind sie nicht. Nein, es ist Capcom, die sind nicht dumm, die sind schlau. Ja, die wissen einfach, wie man es cool macht, ja? Chris, hör auf, dich zu beschweren. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir Bergsteigen, auf die Anstrengung folgt die Vollendung, wollte ich schon fast sagen. Ja, los geht's. Yeah. Genehmigt. Ja, letztes Mal haben wir hier mit Chris Redfield gespielt. Der coole Typi hier, der im ersten Teil noch nicht so einen krassen Bizeps hat, wie in Teil 5. Ja, der war wohl zu viel in Fitnessstudio und so. Diesmal spielen wir mit Jill Valentine. Ja. Jill Valentine ist auch einer der Stars-Mitglieder. Sie ist verdammt cool. Kann man nicht anders sagen. Die ist cool drauf. Was heißt cool drauf? Aber, ja, auf jeden Fall doch. Sie ist cool, auf jeden Fall. Eine coole Polizistin, ja, für Leute, die es nicht wissen, Stars gehört zu der Polizei hier in Raccoon City. Stars ist eine Special-Einheit, ja, sollte man eigentlich wissen. Ich erwähne es trotzdem vorsichtshalber nochmal. Ja, los geht's, spielen wir mit Jill Valentine. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin,
We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. Damn it! Make for that mansion! Willkommen im Überlebenshorror. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Und da wären wir, meine lieben Leute. Diesmal nicht mehr mit Chris Redfield. Schon zum wievielten Mal habe ich das gesagt? Ja, diesmal mit Jill Valentine. Gucken wir mal in ihren Inventar. Ja, vielleicht fällt euch auf, sie hat auf jeden Fall deutlich mehr Platz im Inventar als bei Chris Redfield. Ich glaube, bei Chris waren es nur 5 Slots und bei ihr sind es halt, nee, oder 6. Ich glaube, bei ihm waren es halt 6 und bei ihr, Jill, sind es halt 8. Ja, glaub schon, so war das. Bin mir jetzt nicht gerade sicher. ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für uns. Und was sie auch hat, ist etwas, was sie noch nicht hat, aber das werden wir bald bekommen und sehen. Ihr werdet bald schon wissen, was ich meine. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall erstmal um. Oh, Farbband. Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Ja, aber ich meinte das Farbband.
Ich meinte das Farbband. Ich kann das Farbband nicht nehmen. Ja, okay, dann nicht. Dann nicht, dann tut's mir leid. Eine alte Schreibmaschine. Damit kam, wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich meinen Fortschritt speichern. Ja, ich könnte mein Lebensereignis speichern. Oh mein Gott, ist das nicht cool? Ja, ist sehr cool. Ja, alles klar, dann werden wir uns mal umschauen mit Barry. I think you'd better take a look at this. What is it? Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall auch, dass es nicht von Chris ist. Glaube ich zwar nicht, aber wir spielen ja immerhin jetzt Version mit Jill. Da passiert ja einiges hier anders als mit Chris. Barry. Lol. Sie sagt einfach nur Barry. Er reagiert nicht wirklich. Alles klar, wir sollen uns weiter nach Hinweisen umschauen. Wir sollen uns auf jeden Fall umgucken, ob wir Hinweise finden, ob wir Chris irgendwo finden. Ja, er muss doch irgendwo sein, nicht wahr? Irgendwo muss er da sein. Irgendwo halt, ne? Ja, hier waren wir überall schon mal mit Chris. Und jetzt werden wir eine wunderbare Cutscene zu sehen bekommen, die wir schon mit Chris gesehen haben. Aber dazu auch noch zusätzliche Cutscenes. Seid gespannt. Alles klar, unser erster Zombie, Leute. An dem werden wir garantiert keine Muni hier verschwenden. Wir werden am besten einfach direkt mal Barry zeigen, was wir hier gefunden haben für ein komisches Ding. Kommt das überhaupt? Ja, das kommt. Tschüss. Kenneth, killed by this thing. Let's report this to Wesker. Auf jeden Fall, lasst es uns Wesker melden. Dieses Ding ist ein Zombie. Aber die wissen wohl wahrscheinlich noch nicht, dass wir es hier mit Zombies zu tun haben. Obwohl, ich glaube, sie können sich schon denken, dass wir es hier mit Zombies zu tun haben. Aber sie haben da in diesem Teil noch nie halt mit Zombies zu tun gehabt. Sie haben Zombies da noch nie begegnet. Deswegen fragt man sich natürlich, was ist das? Ja, okay, melden wir es auf jeden Fall erstmal Wesker. Mal schauen, was der dazu sagt. Ja, und der Zombie steht wieder auf. Nee, er ist nicht aufgestanden. Man hat die Tür gerade gehört. Er ist einfach wieder rausgegangen, anstatt uns zu folgen. Lol. Seltsame Zombies. Wesker!
Jill, help me look for him. But let's not leave this hall. Good idea. Oh mein Gott, Wesker ist weg? Wesker, wo bist du denn jetzt? Wo ist denn der gute Wesker? Suchen wir ihn mal. Wesker, Wesker, wo bist du? Was ist das? Am besten schließen sie erst die Durchsuchung in der Halle ab. Ja, indem wir Wesker suchen. Aber Wesker ist weit und breit nirgendwo zu sehen. Wesker, wo bist du? Ist er vielleicht oben oder so? Ich meine, kann man nie wissen. Schauen wir jetzt erstmal oben um. Wesker! Albert Wesker! Chef der Stars-Truppe! Wo bist du denn? Und irgendwie kann ich nicht weiterlaufen und allein, weil die Steuerung spinnt? Keine Ahnung, warum ich das auf einmal habe. Fragt mich bitte nicht. Ich hoffe, ich habe das gleich kurz geregelt. Ah, ich hab's glaube ich geregelt. Ich glaube, ich kann wieder laufen. Sehr schön. Ja, ich spiel ja immer noch mit der Wii Fernbedienung und überhaupt mit der Wii-Konsole. Da hat man manchmal ein paar Probleme, wenn es ein bisschen locker ist. Aber hey, damit muss ich leben. Okay, ihr müsst damit auch leben. Ihr seht das ja alles, aber ich glaube, euch wird das nicht so krass stören. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Sie haben Folgendes erhalten, Dietrich. Ja, genau, das meinte ich, das bekommt man. Das ist, damit können wir die verschlossenen Türen öffnen, wo Chris immer irgendwelche seltsamen Schlüssel dafür suchen musste, um die zu öffnen. Wir können sie einfach ganz leicht aufschließen mit den Dietrich. Das ist doch mal geil. Dafür haben wir aber wiederum diesen Behälter nicht, wo wir Kerosin immer reingefüllt haben, um die Zombies zu verbrennen, damit sie sich nicht in bösartige Crimson Heads verwandeln. Deswegen, ja, es hat immer seine Vorteile und Nachteile, aber mit Jill hat man meistens halt immer mehr Vorteile, also kann man auch verstehen, warum die meisten lieber mit Jill spielen, anstatt mit Chris. Thanks, I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Alles klar, jetzt können wir wieder hier richtig zocken hier. Wir können jetzt loslegen, Leute. Wir können jetzt mit Resident Evil, mit Jills Geschichte, richtig loslegen. Yeah. Ist das nicht cool? Ist das nicht geil? Ist das nicht toll? Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie ich mich mit Jill hier durchschlage. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit Jill bei Resident Evil 1 gespielt. Nur mit Chris. Aber, oder? Nein, habe ich mit Jay habe ich noch nie gespielt bei Resident Evil 1. Nur mit Chris Redfield. Zwei oder dreimal. Frau am Brunnen. Alles klar. Ja, ich habe Resident Evil 1 nicht so oft durchgespielt, nicht so oft durchgezockt wie ihr ganzen Suchtis, ja? Ich habe Resident Evil halt ein bisschen später kennengelernt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Es tut mir leid, ja? Also bitte, seid mir nicht allzu böse. Ach ja, und hier ist der... Ein düsteres Gemälde des Hauses. Ja, und da ist eigentlich auch eine Tür. Die ist aber, glaube ich, hinter dem Gemälde.
Aber die schaltet man erst frei, wenn man das Spiel durch hat. Da ist ein, halt ein Bonusraum, wo man halt Kostüme freischalten kann. Yeah. Cool, nicht wahr? So, was haben wir denn hier? Verschiedene Kunstmaterialien. Und da blinkt etwas. Ein Dolch. Ja, mitnehmen. Entkommen. Verteidigungsobjekte wie der Dolch erlauben es ihnen, einen Gegner zu entkommen, der sie gepackt hat. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Wählen Sie auf den Statusbildschirm in der Spalte Verteidigungsobjekte ein Objekt, das Sie benutzen möchten, und drücken Sie dann Ausrüsten. Wenn Sie in den Optionen die Einstellung auf manuell gestellt haben, drücken Sie den C-Knopf, um das Objekt zu benutzen. Ende. Boah, das war jetzt eine gruselige Anleitung. Nein. Nein, nimmt das mir nicht so übel. Ich lese halt ein bisschen gerne dramatischer, als es ist. Heilige Scheiße! Oh mein Gott! Heslon! Hau mal ab! Haust du ab! Haust du ab! Haust du ab! Ah, shit! Hau ab! Geh dir Hobby suchen oder so, aber lass mich in Ruhe. Mit dir mache ich dasselbe. Ich schieb einfach die Kiste hier vor. Und schon kannst du nichts mehr machen. Und schon kann er nicht mehr an uns ran. Ja, möchtest du? Möchtest du ein bisschen probieren? Möchtest du? Hast du etwa Hunger? Ey, das tut mir aber leid. Du bekommst nichts. Du Lappen. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Alles klar, da können wir nicht weiter. Lassen wir den Zombie sein. Verschwenden wir keine weitere Muni an ihn. Das war eh Munitionsverschwendung bei dem Typen. Das war reine Munitionsverschwendung, aber wirklich. Ja, wo könnte man denn jetzt lang? Wir könnten einfach versuchen zu entkommen, aber nein, das sollten wir nicht tun, denn sonst bekommen wir eine böse Überraschung von draußen, weil ihr wisst ja, was uns am Anfang des Parts erwartet hat. Nämlich ein paar schöne Zombiehunde, die Joseph aufgefressen haben vor Jills Augen direkt. Ja, Leute. Und die erste Pilotfolge ist vorbei, also der Prolog, also hier die erste Folge halt vom ersten Part mit Jill Valentine ist vorbei. Leute, ich bedanke mich natürlich bei euch wieder herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und ihr freut euch auf das Projekt mit Jill Valentine. Hoffe ich einfach mal. ja, doch, hoffentlich mal. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!